Boah, ist das nebelig. Meine Güte. Ich sehe ja gar nichts mehr. So, als nächstes können wir das hier machen. Das wird wahrscheinlich auch auf einer Insel vielleicht sein. Die Berührung eines Heils. 440 Meter. Okay, ich schwimme erstmal wieder auf die andere Seite. Na, kleiner gelber Vogel. Wo willst du mich wieder hinbringen? Vielleicht zur nächsten Mission, kann das sein? 100 Meter? Ja, wird wahrscheinlich so sein. Oh nein, heiße Quelle. Nice. Senieren über Erschöpfung und den Kopf frei bekommen. Ja, wir nehmen mal das zweite. Ah, hör auf zu grübeln, Jen. Hör doch wenigstens einmal auf zu grübeln. Can relate. So. Ausgeruht können wir dann zur nächsten Mission. Der wird irgendwo da drin sein. Naja, hier vorne. Mein Herr, würdet ihr mir bitte helfen? Was ist los? Ich muss zu einem Lager im Wald. Dort warten Menschen auf mich, die sehr krank sind. Sie brauchen einen Heiler. In der Gegend wimmelt es nur so von Banditen und Mongolen. Ja, ich werde Schutz brauchen. Ich bringe euch hin. Aber diese Krankheit besorgt mich. Ihr könnt sie sicher bekämpfen? Krankheiten kann man nicht bekämpfen. Sie sind etwas, um das man sich kümmern muss. Wenn die Menschen so krank sind, wie ihr sagt, sollten wir los, damit sich die Krankheit nicht ausbreitet. Hab Dank, mein Herr. Die Person sieht nicht krank aus, sondern ein bisschen tot. Aber ich bin natürlich auch kein Heiler. Kann das vielleicht nicht so ganz einschätzen, aber hey. Wie habt ihr die Schlacht von Komoda überlebt? Dank einer Frau, Yuna. Sie rettete mich vom Strand, pflegte mich wieder gesund. Klingt nach einer fähigen Heilerin. Ich kenne kaum jemand so Tapferes. Ohne sie wäre ich nicht hier. Meine Mutter tat dasselbe für mich. Als Kind war ich ständig krank und wurde nur dank ihrer Kräuterkunde so stark. Wegen ihr bin ich Heiler geworden. Ein Fuchs. Ein Fuchs. Warte, ich glaube, ich sehe etwas davon. Dahin. Gutes Auge. Bleib zurück. Überlass das mir. Ich muss jetzt leider diese Mission machen. Auch wenn ich lieber zum Fuchs wollen würde, aber nee. Stellt euch und kämpft! Oh, scheiße. Zu früh losgelassen, verdammt. Was? Als ob. Ach Mann, komm schon. Ja. Kommt her und kämpft! Mann, der täuscht immer zweimal an. Die Sau. So. Wer will als nächstes? Du hier. Alter. Was ist er denn? Ich dachte schon, die bringen uns um. Ihr solltet hier nicht alleine reisen. Wir mussten unseren Hof verlassen, mein Herr. Dort sind alle krank. Wie kam es dazu? Geister, unsere Ahnen bestrafen uns. Wir gaben den Mongolen unser Essen, statt uns zu wehren. Als sie gingen, wurden alle krank. Jetzt ist unser Haus verflucht.
Ein Stück weiter liegt ein Gasthaus. Dort seid ihr sicher. Draußen ist es viel zu gefährlich. Geht ins Haus und bleibt dort. Danke. Hoffentlich folgen die Geister uns nicht. Schon wieder Geister. Sprich mit den Bauern. Wieder zurück, oder? Ach, hallo, Pferdchen. Wir schaffen das schon. Ihr seid ein rechter Metzger mit dem Schwert. Ja. Die Banditen hätten diese Menschen getötet. Das wisst ihr nicht. Ihr hättet mit ihnen reden können. Das wäre sinnlos. Das wisst ihr. Ihr wartet um meinen Schutz. Verzeiht mir. Mir obliegt die Heilung des Körpers, nicht seine Zerstörung. Ich hatte leider nicht die Redeoption in diesem Spiel. Vielleicht hätte ich eher das andere sagen sollen. Naja. Ah, diesmal ist wenigstens nicht vermasselt und ihm eine reingehauen. Wie gut, dass ihr hier seid. Romeo, was ist denn? Was ist denn? Mein Sohn. Er hat wohl etwas Giftiges gegessen. Bringt mich zu ihm. Was ist mit den Verwundeten im Lager? Wir haben keine Zeit. Es dauert nur einen Moment. Ich werde helfen. Vielleicht geht es dann schneller. Danke, mein Herr. Nein, was will man eigentlich schon groß machen, wenn jemand was Falsches gegessen hat oder was Giftiges? Was hat er gegessen? Wenn ich das wüsste. Wir haben doch nichts. Ich versuche es herauszufinden. Danke, mein Herr. Erstmal Vorräte klauen. Nur gekochtes Wasser. Tja, was ist jetzt mit deiner Redeoption? Frag ihn doch, was er gegessen hat. Nein, muss ich wieder Detektiv spielen. Der Reiskorb ist leer. Vielleicht irgendwelche Beeren oder so? Oh, Pilze wahrscheinlich. Hier sind Pilze. Angebissen. Das muss es sein. Ich sage es Hanaoka. Habt ihr etwas gefunden? Angebissene Pilze. Du Dummkopf! Wie konntest du nur? Er muss sie aus Verzweiflung gegessen haben. Ich kann ein Gegengift herstellen, doch ich brauche Flussmoos. Bleib Flussmoos? Ich hole das Moos. Meter. Erstmal deren Vorräte klauen. Das ist schon sehr ehrenvoll von uns, wenn ich schon nichts zu essen habe. Ach, da drüben. Ach, nö. Hau ab. Muss Flussmoos finden. Geht's Ihnen gut, Lady? Glaubt die sonst sich nur. Ich wollte gerade losrennen. Blöde Sau, ey. Hast du dir verdient. Komm schon. Weg mit dir. Mann. Die haben mich zuerst angegriffen. Warte. Das nehme ich noch mit. Suche Flussmoos. Das hier? Ah ja. Der Modergeruch dreht einen den Magen um. Lecker. Kehre zurück. Ich weiß zwar nicht, ob das Richtige ist, wenn es einen den Magen umdreht, aber vielleicht kommt der Pilz dann wieder raus. So, hier. Mein Herr, habt ihr das Moos? Hier ist es. Romeo, hört mir gut zu. Zerstoßt dieses Moos hier und kocht es in einer Tasse Wasser. Lasst ihn die Mischung trinken, dann sollte er morgen früh wieder auf den Beinen sein. Wir müssen jetzt sofort ins Lager. Ja, gehen wir. Danke, ihr habt meinen Sohn gerettet. Vielleicht. Das werden wir erst morgen früh wissen, aber bis dahin sind wir wieder weg. Besten Heiler der Welt. Wisst ihr, der Mann hatte die gleichen Symptome wie das Paar auf dem Gehöft. Schmerzen, Erbrechen, schwere Atmung. Symptome einer Vergiftung. Ihr glaubt, das Gehöft wurde vergiftet? Da bin ich fast sicher. In diesem Fall werde ich Pinellien brauchen.
Das Moos hat für den Mann gereicht, doch Pinellien sind stärker. Sie wachsen bei einem nahen Teich. Beeilen wir uns. Pinellien? Noch nie gehört. Ach, hier bei dem Fluss war ich doch vorhin erst. Am Teich. Möchtet ihr mit ihnen reden? Sie höflich bitten zu gehen? Das überlasse ich eurem Ermessen, mein Herr. Ah, ich liebe es. Entschuldigen Sie, könnten Sie bitte gehen? Ja, scheint nicht so sein. Die haben zuerst angegriffen. Tut mir leid. Verdammt, ich wollte mal ausweichen. Warte, da folgt den hier. Aua. Ist das doch. Jetzt aber. So, scheiß Pfeilmensch, hau ab hier. Da, so, den haben wir noch. Ausweichen, Mann. So, noch irgendwer? Ich glaube, das war's. Ich habe halt keine Ahnung, wie Pinellien aussehen sollen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Sie geht immer... Hä? Wo ist denn hier noch jemand? Ach, da hinten. Um Gottes Willen. Ja, ich glaube, das war's. Mega gut. Trocknet Gras. So, gehe wieder zu ihm hin. Ah, er kommt zu mir schon. Haben die noch irgendwas fallen gelassen? Ja. Ja, Vorräte. Hier drüben, mein Herr. Ihr habt die Pinellien. Ja, dank euch kann ich sie nun ernten. Es ist nur... Ich frage mich, wenn ich euch zusehe, ob ihr die Gewalt sogar genießt. Ich töte nur, um unser Volk zu schützen. Daran denke ich immer, wenn ich zum Schwert greife. Natürlich. Verzeiht mir, mein Herr. Dann heilen wir die Bedürftigen. Insgeheim steht da natürlich doch sehr auf Gewalt. Na, Pferdchen, geht's dir gut hier hinten? Hier. Wollt ihr denn noch weiter? Okay, wir müssen Verbündeten zurück. Ach, da. Ich dachte, wir gehen woanders lang. Komm schon. Das Lager muss gleich vor uns sein. Das hier? Ja. Heiler, meine Frau, sie atmet nicht mehr. Ich kann nicht rennen. Wie lange ist sie schon krank? Seitdem die Mongolen zu unserem Gehöft kamen. Was hat sie gegessen? Wir hatten kein Essen. Nur Wasser aus dem Brunnen. Tut mir leid. Sie ist tot. Wäre ich nur früher hier gewesen. Ihr gabt euer Bestes. Aber wenn ich nicht angehalten hätte, für das Pärchen und den Mann... Hätten wir nicht angehalten, wären diese Menschen tot. Und ihr hättet nicht herausgefunden, dass sie vergiftet wurden. Vielleicht. Aber ich weiß immer noch nicht, wie. Der Mann sagte, seine Frau hat nur das Wasser aus dem Brunnen getrunken. Und wir wissen, die Menschen erkrankten nach dem Rückzug der Mongolen. Sie haben den Brunnen vergiftet. Vergiftetes Wasser würde Krankheiten wie ein Buschfeuer verbreiten. Ist es heilbar? Ja, die Pinellien wirken dagegen. Dann helft, wem ihr könnt. Danke, mein Herr. Euch verdanken viele ihr Leben. Facepalm. Ach, süß.